Hallo und willkommen zurück zu Da Young. Wir sind jetzt 8 Uhr am Morgen. Das heißt, wir haben noch eine Stunde, bis wir am Tempel evakuiert werden. In der letzten Folge haben wir ja erfahren, dass wir bis um 9 warten müssen. Und ich konnte dann ja nicht schlafen bis um 9 früh. Und ich habe auch keine Möglichkeit gefunden, das irgendwie zu verschnellern oder was weiß ich wie. Ich habe mal geguckt, irgendwie früher gab es mal eine Option, da konnte man sagen, bis zum Morgengrauen schlafen. Das haben sie irgendwie rausgepatcht. Das heißt, man kann sich nur normal ausruhen. Das normal ausruhen, da schläfst du eine halbe Stunde, regenerierst dein Leben und schläfst halt nur eine halbe Stunde. Aber das kannst du halt nicht dauerhaft durchspammen. Du musst danach immer noch mal so ungefähr eine halbe Stunde wieder warten, bis du dann wieder schlafen kannst. Und das heißt, ich habe jetzt so die letzten Tage damit verbracht, Da Young einfach im Hintergrund laufen zu lassen, immer mal wieder reingetappt, weil ich was getrunken habe und ich verdurste. Und immer wieder ein bisschen zu schlafen, damit ich die halbe Stunde wenigstens überbrücken kann. Es war ja nicht so spät, wir waren ja glaube ich irgendwas um 12, also ich muss ja nur bis um 8 durchhalten. Und dann ab um 8 konnte ich halt wieder schlafen bis morgens um 8, also bis jetzt. Aber war schon irgendwie nicht so lustig. Aber durch die ganzen Schlafaktionen sind noch so ein paar Hinweis-Story-Filmchen gekommen. Also die wir ja schon... Die wir ja schon von vorher kannten, dass dann immer, wenn man schläft, halt irgendwie so ein kurzer Story-Film... der Hund sieht mich. So, das sieht er mich nicht mehr. Dass so ein kurzer Story-Film abläuft zur Vergangenheit von Daphne. Und die will ich euch nicht vorenthalten, darum, das sind 3 Filme gewesen noch. Und die werde ich euch jetzt mal zeigen. Dad, what the fuck was that for? You two-faced low-life son of a bitch! The fuck are you? Jasmine spilled everything. I've got no clue what you're talking about. Spineless fuck. That's all you are. Mr. Loser Dope Pusher who can't keep his dick in his pants. Or you got something more to add to your list of achievements. That's fucking typical Daff. Listen to a little gossip and just get all high and mighty on me. Everyone in America knows that if there's a buyer, there's a seller. You piece of shit. That's your response? Come on, Daphne. We've been having a great time. Why are you trying to bring in all these rules all of a sudden? Grow up, fucking pair, Rashid! You dare try to put this on me? You're being a hypocrite. You wanted fun. We had fun. You wanted blow. Blow this, you fucking asshole! So, Daph, what do you think about it? Okay, but why Turkey? Because it's a beautiful country and so different from everything here. For me, anywhere's good. I love traveling. Hey, Daphne. Is it okay if I invite Rashid too? I know he did you wrong, but he's still one of my best friends. Dude, it's whatever. I'm chill with it. You know what I say. Live and let live. Karma will catch up with him anyways. One way or another. You're an asshole. But I just keep falling for you. Hey, come on, baby. You know I love you. Are you sure you want to go tomorrow? Again with this? Ugh. Listen, I'm telling you. This is a done deal. Tomorrow, we'll go for a ride on your friend's boat. Just tell them we'll be gone for an hour to the island on the dinghy. We just want to take a little spin and have some fun. That's all you need to tell them. But won't it be dangerous? Dangerous? Why? I don't know. I've been hearing weird things. Like, how aren't there any ferries to the island? No official transportation. Strange for such a big island. A girl told me that the fishermen from the area steer clear of the island, as if they were afraid. Nobody knows anything about it. Come on,
Just local myths. The guy who sells me that stuff works there on that island. He sold 2 kilos to Jason a couple weeks ago. It went smooth as a baby's butt. Jason. Well, if you trust him. So, seid ihr wieder da? Ja, war jetzt halt noch so ein bisschen Hintergrundinformationen. Also, anscheinend hat der Daphne mal was mit Rajit. Aber Rajit hatte dann was mit, wer war das? Jennifer, glaube ich. Also auch eine von unseren Freundinnen. Und das hat Daphne irgendwie nicht so gefallen. Und da gab es noch Stunk. Und dann haben wir, war ja das mal die in das Filmchen war, dass wir dann entschieden haben, alle auf die Insel zu fahren. Und das war anscheinend schon nachdem halt dieser Stunk war. Und ob es okay wäre für Daphne, dass halt Rajit mitkommt, aber die hat gesagt, das ist kein Problem. Und im letzten Filmchen hat man halt gesehen, dass Daphne anscheinend, ich glaube, das war nämlich nicht Rajit, der da lag, das war irgendein anderer. Ich weiß aber nicht genau wer. Vielleicht könnt ihr das, habt ihr das ja erkannt, wer das war, ob das, also müsste Andrew oder Dave, glaube ich, gewesen sein. Weil es war auf jeden Fall einer, der da mitgefahren ist, haben ja gesagt, sie wollen dann sich mal kurz abseilen. Für ein bisschen Spaß im Gebüsch wahrscheinlich. Aber wer das genau war, konnte ich jetzt nicht erkennen. Mit dem Bart und den langen Haaren. Eigentlich, ich vermute mal, es wäre Andrew gewesen. Aber ich kann es auch nicht mit Sicherheit sagen. So, mal gucken. Ich hoffe, jetzt sind wir ein bisschen nicht anderen bis um 9 Worten, wirklich, sondern das ist jetzt hier auch schon voller triggert. Achso, was ich jetzt noch vergessen habe zu erwähnen. In der Zeit, wo ich natürlich hier die Zeit überbrücken musste, habe ich nicht nur nebenbei drum rumgesessen, sondern ich bin auch ein bisschen noch durch die Gegend gelaufen und habe noch einiges Zeug geholt, was ich noch nicht so gefunden hatte. Zum Beispiel, ich habe einmal, in einer Folge hatte ich den Köcher schon gehabt. Auch das Rezept zum Herstellen des Köchers. Aber bin dann, glaube ich, gestorben danach und hat danach den Köcher nicht nochmal geholt. Und jetzt habe ich jetzt den Köcher nochmal geholt. Wir haben auch beim Einsiedler und habe, glaube ich, das Rezept fürs Allheilmittel geholt. Hier die Giftnadel habe ich geholt, obwohl die ist ja tödlich für alles, also bringt mir eh nichts. Habe auch den Giftpfeil dann, also hier habe ich dann komplettiert. Genau, hier hat nämlich sonst noch der Köcher gefehlt zum Herstellen. Ja, also nur so ein kleines Nebenzeug habe ich dann noch erledigt. Das ist jetzt nicht so interessant gewesen, war jetzt auch nichts Besonderes. Aber nur damit ihr wisst, warum jetzt vielleicht im Inventar ein bisschen mehr drin ist als vorher. So, und jetzt gehen wir mal zum Tempelchen. Oder haben wir noch eine andere Aufgabe? Ach so, ja, genau, da fällt mir auch noch ein, das habe ich auch noch gemacht. Wir hatten ja noch die Aufgabe, finde den einen Camper. Der eine Camper hat uns ja noch gefehlt, mit dem Rucksack. Und den hatten wir schon längst gefunden, das war nämlich der eine Typ, der im Pinewood, dort wo die ganzen Klippen waren, diesen einen Sprung nicht geschafft hat, da mit dem Kopf aufgenüschelt ist. Und wir dann den Rucksack nehmen konnten für, ich glaube, das war dann der erste Rucksack, den wir gefunden haben, der uns die Kapazität des Rucksacks vergrößert hat. Also mehr Tragekapazität gebracht hat. Und den Typen, den konnte ich jetzt nochmal, nachdem ich den Quest hatte, nochmal hingehen, nochmal mit dem, quatschen ja nicht, aber nochmal den aktivieren. Und dann hat sie gesagt, so, oh, ja, hier, er ist ganz schön so matsch oder irgend sowas. Und dann hat sich dieser Quest aktualisiert, das heißt, der Nebenquest, den wir da hatten, ist jetzt auch weg. Sieht man hier, wir haben hier nichts mehr, wir haben halt nur noch die Hauptaufgabe entkommen, unseren Freund, also Andrew töten oder den Tempel erreichen. Da erreichen wir jetzt mal den Tempel der Hoffnung. Den kennen wir doch aus dem Prolog. Damn. Bruder Nummer 2. Klar,
glaube, wir müssen jetzt gegen Bruder Nummer 2 kämpfen. Oh, aua! Ach, das ist er schon. Au, au! Au, bin tot. Jetzt redet der und ich kann nicht, weil nicht, was er redet, weil ich gestorben bin. Super. Okay, das heißt, wir müssen wahrscheinlich jetzt doch mal zur Waffe greifen. Weil ich glaube nicht, dass wir diesen Bosskampf, wenn da sogar von unten ein Lebensbalken drin ist, dass wir den überstehen können, ohne ihn zu töten, weil sonst wäre der Lebensbalken ja nicht da. Also werden wir uns jetzt mal die Armbrust schnappen. Beziehungsweise, was habe ich denn noch? Ich habe den Speer noch. Und sonst nur das Standardzeug. Also das ist wahrscheinlich die Armbrust. Aber der Film, kann ich den überspringen? Ja, kann ich. Halt gedrückt halten. So. Da ist er. Boah, ich mache immer viel Schaden, wirklich. Oh, dafür dass ich aber überhaupt nicht. Oh. Aber renn doch mal. I can't let it exploit you. I can't allow for your potential to be trapped inside. Daneben geschossen, ne? Ich kann nicht rennen, wenn ich nachlade. Ich hier hochrennen irgendwo. Habe ich schon nachgeladen? Ja, habe ich. Gut. Ich glaube, das war aber Bruder Nummer 1, der gerade mit uns geredet hat. Nehmen wir das Medikoffer hier. Aua. Ja, das dachte ich mir, dass das passiert. Dass hier nicht mit Stein schmeißen, die Steine machen einen Schaden wie sonst sowas. Also, warum ist das hier so ein übelster fetter Megakampf? Mit so Massen an Leuten. Weil sie allein schon Bruder Nummer 3 hätte gereicht. Aua, was denn jetzt? Oh, ich bin tot. Nee, ich bin nicht tot. Doch, ich bin tot. Ich wurde vom Hund gefressen. Ah, das ist aber hier Hoppenkampf zum Schluss. Oh, ich kann natürlich auch einfach versuchen, dass ich nur... Achso, kann ich überspringen. Dass ich versuche, nur Bruder 1... auszuschalten. Warum hat er keinen Schaden gekriegt? Ah, der kriegt keinen Schaden. Was ist das für ein Bollwerk? Und das kann ich nicht verstecken, die wissen immer, wo ich bin. Nee, falsch, bei hier hin. Aua! Aua! Oh, der schießt mit übelsten Steinbrocken. Wie mache ich dem keinen Schaden? Doch, jetzt 35, toll. Oh,
Wow, so viele Armbrustpfeile. Ich hab doch 5 Armbrustpfeile. Geil. Das war der Megakampf, ey. Kann ich ja vergessen hier. Und tot. Bin vom Hund gebissen, ey. Also hier weiß ich jetzt, habe ich ehrlich gesagt noch keinen Plan, wie ich diesen Kampf überleben soll, also schaffen soll. Ich mach dem 35 Schaden, das ist ja ein Scheißdreck. Und kann ich vielleicht ein paar Mollys herstellen? Nein, kann ich nicht, weil ich nur noch einen habe. Vor allem, es ist auch, der Kampf geht los und ich habe nicht mal die Chance, irgendwo was in den Quickslot zu legen. Irgendwo, ne? Weil ich muss ja alles in den Quickslot legen und nur die nutzen kann. Habe ich zwar einen Molly, aber den Molly kann ich nicht nutzen. Weil er nicht im Quickslot liegt. Ich bin voll gesprungen. Nein, ich will den ausrüsten, meine Güte. Alter, das ist doch hier. Ein Molly. Jetzt kann ich den scheiß Molly nicht werfen. Der Kampf ist ja richtig assi. Das startet einfach. Du wirst hier neigeworfen, ohne zu wissen, was hier Phase ist. Oh. Oh. Oh, die haben doch nicht gewusst, wo ich bin. Aha. Die Tür hinten ist zu. Ja, die ist zu. Dann kann ich vielleicht noch mal was ausrüsten hier. Kann ich mal da drauf packen? Ja toll, ich habe aber keine Flaschen. Ich kann keine Mollys bauen. Sind da alle schon auf einem Fleck. Muss ihn gut treffen können. Ja, schön. Oh, die haben mich gesehen dadurch. Warum haben die mich gesehen dadurch? Einige getroffen, aber fragen Sie viele. Den haben wir erledigt. Wo soll ich lang rennen? Hier lang. Klar, schmeißen die mit Dreck. Oh, aha, die Höhle ist gut. Die Höhle ist sehr gut. Aber hier kommen sie nicht rein, weil die nicht springen können. Kann ich mir diese Nadeln herstellen? Was brauche ich denn dafür? Schrott? Ich kann mir die Nadeln herstellen. Das ist meine einzigste Chance, die ich noch habe. Sind diese Kacknadeln.
mal gucken, wie funktionieren denn die? Muss ich die schmeißen oder was? Wie cool, wenn ich damit Bruder Nummer 3 einfach instant killen kann. Nee. Muss ich stechen? Wirklich? Ja, natürlich, Auto-Aim for the win, hä? Au. Ich hab ihn angegriffen. Giftnadel zerbrochen und hat ihn gar nicht gejuckt. What? Warum ist die scheiß Giftnadel eine Nahkampfwaffe? Oh, ich kann natürlich gucken, der Giftpfeil. Was der mir bringt. Also, ob der genau den gleichen Effekt hat, dass der Instant killt. Weil damit könnte ich mir natürlich, ich habe ja Schlangengift, habe ich ja massenhaft gesammelt und es nie genutzt. Und wenn ich mit dem den Giftpfeil herstellen kann, und der den gleichen Effekt hat, kann ich damit ja einfach die erstmal ausschalten, die kleinen. Mist, hab ich gesehen. Sie haben sie sofort mitgekriegt, aber ich bin da gut, da gehe ich hinten erstmal meine Höhle rein. Bin ich zumindest erstmal sicher. Juch. So. Meine Höhle herstellen. Töte sofort Tiere und durchschnittlich große Menschen. Okay. Ah, dafür brauche ich eine Giftnadel. Wie kann ich die jetzt nutzen? Ah, okay. Dann kann ich wechseln. Kann ich stacken die? Mal gucken, ob die stacken. Die esse ich mal direkt. So. Stellen wir die Nadeln her. Die stacken ja nicht. Vielleicht stackt das jetzt hier. Ja, die stacken. Okay. Mache ich mir so. Verschwende ich zwar rein theoretisch die Pfeile für den Dicken. Aber die machen hier bloß 35 Schaden. Das ist ja ein Witz. Mehr kann ich nicht. Habe ich nicht. Achso, ich habe nicht genug. Mehr. Ja, keine Gifttropfen mehr. Okay, wir haben also Haufen Pfeile. Krass. Kann ich mir die Giftköder herstellen oder brauche ich dafür auch das Gift? Ja, dann brauche ich auch das Gift. Nein! Boah. Warte, ich habe ja noch einen Molly. Da ist so eine Meute. Mit der Meute kann ich mit dem Molly abschmeißen. Wenn ich treffen würde, ey. Ich habe das ja gerade sowas von daneben gesammelt, den Schuss. Muss ich ja natürlich warten können, bis die alle... Ich habe keinen getroffen! Was? Jetzt habe ich ihn gekillt. Wieder einer. Oh, wieder daneben geballert. Ah ne, ich hab sowieso keine One-Kill-Pfeile mehr. Super.
Alter, wenn sie nachlädt, kann ich nicht ausweichen. Das heißt, ich krieg dann immer während des Nachlädens erstmal zwangsläufig einen in die Fresse. So, bin ich wieder halb tot hier. Ich kann doch hier auch noch sowas herstellen, ne? Den Superverband, das brauche ich denn dafür. Den kann ich ein paar herstellen. Zum Glück habe ich meine Taschen immer voll gefrumpelt mit irgendwelchen Blätterchen. So, was macht das hier? Gesundheit wieder her. Stellt die Hälfte der Gesundheit wieder her. Das können wir erstmal herstellen hier. So, ist mein Inventar voll, okay. So, haben wir wieder ein bisschen was erstmal. Da oben sind noch drei, das sind Fernschützen, die sind aber ziemlich weit weg. Ah, das ist auch Fernschütze, kacke. Kann ich in denen? Gut, ich habe ihn getroffen. Ja, nochmal ein Päckchen hier nehmen. Genau, hat das jetzt reingepackt? Ja, hat sie. Nachgeladen ist, okay. Was bist du da? Du bist auch ein Handschütze, ne? Ne, du bist ein Nahkämpfer. Okay, aber du schmeißt mit Stein. Ah, dieses... Mensch! Alter, wie... Ja, das habe ich einfach getroffen, aber nicht so, wie ich wollte. Keine Weile mehr. Cool, jetzt ist es auch erledigt. Ich muss noch einen Speer hier. Ich hoffe mal, die da sind, die kann ich looten und die kriegen mal ein paar Pfeiler. Ja, trink doch das Heiltägel. Oh, das hat eine Nutzungsdauer, Willy. Okay, den haben wir, aber jetzt geht gerade der Ausdauer ein bisschen aus. So, die Typen da hinten, mit denen kann ich, die sind halt nervig da, aber ich krieg die halt nicht weg. Ich guck mal, ob ich hier was looten kann bei denen. Bombos bringt mir nichts. Pfeile, sehr schön, ich kann Pfeile looten. Knüppel, was ist mit einem Knüppel? Jetzt schießen die auf mich da oben. So, erstmal Armbrust wieder. Oh, ich habe zwei Pfeile wieder. Cool. So, jetzt muss ich die da oben noch irgendwo erwischen. Die wissen einfach so instant, wo du bist. Die ganze Zeit sind die auf Ja, wir wissen nicht, wo du bist. Und sobald ich hier um die Ecke komme, rennen die sofort zu mir und wissen alles. Ja, nee, Schlag. Oh, ich dachte gerade, ein Pfeil aufgehoben war und ein Schlagstock. Toll. So, ich will jetzt die zwei Typen da oben erwischen. Ja, die drei Typen sind es doch, oder? Ja, sind drei, Mist. Weißt du, wo ich bin? Nee, ich glaube nicht. Wer schießt denn hier auf mich? Mich sieht keiner. Ja, natürlich, das hat er mir einfach gesehen. Alter, das ist doch hier mehr. Ja, dieser Endkampf, da. Die schlimmste Stelle im Spiel, der Endkampf. Aber nicht, weil er irgendwie schwer ist oder so. Nee, weil er einfach nur beschissen gemacht ist. Das Kampfsystem ist hier halt richtig schlecht eigentlich ausgebaut. Und im Endkampf sagen sie: Ja, kämpf mal gegen Maschen.
ohne dass du vorher weißt. Zum Glück habe ich mir einfach durch meine Suchaktion, wo ich die Zeit über gewartet habe, dass die Zeit vergeht. Zum Glück habe ich da ein paar Pfeile mitgenommen, sonst wären wir hier total am Arsch, ne? Dann kannst du das ja hier vergessen. Wer schießt auf mich? Was? Die sehen mich? So, einer weniger. Und ich bin tot. Scheiße, ey. Ich wollte gesagt sagen, ja, ich trinke mal noch schnell einen Heiltrank, aber die Typen da oben, die sehen dich überall über die ganze Karte und hauen dir dann einfach einen Bolzen rein. Jetzt muss man den ganzen Dreck nochmal machen. Oh, dieser Kampf hier am Ende ist wirklich der größte Müll überhaupt, den sie machen konnten. So, machen wir das Ganze nochmal. Natürlich, du gehst um die Ecke gerannt. Ja, super. Es ist einfach nur nervig. Getroffen, aber nicht getötet. Geil. Ich habe ihn jetzt schon das zweite Mal gefühlt auf den Kopf geschossen. Oh, nö. Es sind da oben nur drei Typen, ey. Oh, der Herr. Wie voll. Ja, weg mit dem Knüppel. War eh nichts. Weil hätte man irgendwie geahnt. Oh, ich kann mehrere herstellen, schön. Was hier zum Flüsser, wenn zukommt, dann hätte ich ja auch die diese Rüstung angezogen, die ich gefunden habe, die den Schaden verringert. Aber nee, du wirst ja hier einfach ins kalte Wasser geschmissen. Du musst dann damit zurechtkommen. Das ist, weil die hier man verliert hier nicht die Aggro. Und wieder irgendwo in der Pampa geschossen. Und noch einen in der Pampa geschossen, meine Güte! Hä? Ich schieße nicht in die Pampa, ich kann die da nicht treffen. Echt jetzt, ich kann... Naja, hier... Geh einfach kurz freitot. Ich kann die da nicht treffen, weil da dieses hohe Gras steht und da kann ich nicht drüber schießen. Yeah. Welcher Trottel hat sich denn diesen Kack-Endkampf hier ausgedacht?
Knüppel erstmal weg hier. So, ich versuche als erstes oben die, ja die Fresse, oben die, die Schützen auszuschalten. Dann die, so, das restliche Kropfzeug. Da oben sind drei Fernschützen, die müssen weg. Warum ist der untreffbar? Der ist auch untreffbar. Ja, komm hier. Dieses Kampfsystem ist so buggy und so beschissen gemacht. Aber du musst zum Schluss erstmal gegen eine Horde kämpfen. Richtig nice Designentscheidung. Und jedes Mal verplempere ich hier Unmengen an Zeit. Indem ich hier einfach nur diesen Scheiß herstelle. Weil ich das ja auch nicht vorher machen kann. Sagt dem ja keiner, dass hier ein Kampf ist, wo du gegen alle kämpfen musst. Den habe ich jetzt getroffen. Rennen! Meine Güte. Töle auch ab. Oh, nachladen, klar. Rennen. Rennen sollst du, meine Güte. Also wenn die nachlädt, kann sie danach irgendwie nicht losrennen. Warum auch immer. Wie viele Giftpfeile habe ich noch? 2. Gut, eigentlich gegen die Hunde kann ich auch die normalen Pfeile nutzen. Weil die schießen mich nicht ab mit Stein. So. Ist da hinten noch ein Hund? Ja, es ist noch ein Hund. Komm mal her, Hund. So. Hunde sind weg. Und nur die anderen ganzen Massen hier. Und da hinten, das ist fast eine Möglichkeit für einen Molly. Hä?
wenn die da alle schön auf dem Fleck stehen. Irgendwie kämpft die nicht mehr. Das ist jetzt der eingebaute, du bist zu doof Modus. Wir greifen ihn nicht mehr an, oder ist es ein KI-Bug? Das könnte fast sagen, das ist ein KI-Bug, weil die Hunde haben mich ja noch weiter angegriffen. Und wenn ich ihm auf den Kopf schieße, passiert gar nichts. Steinigt ihn. Oh, guck mal, er kriegt Schaden durchs Gift. So gehen wir natürlich auf Nummer sicher. Ist zwar richtig dumm, aber es funktioniert, ne? Ja, ich weiß nicht, ob ich mich jetzt schlecht fühlen soll, dass ich jetzt hier den KI-Bug ausnutze. Aber so kriegen wir immer das Let's Play irgendwann auch zu einem Ende. Lalalala, werfen wir noch ein paar Steinchen. Wir haben fast die Hälfte schon geschafft. Wie viel Schaden mache ich denn mit dem Stein? 3, wirklich? Krass. Okay, ich kann ja mal gucken, ob ich hier hinten noch der eine Typ, der heruntergefallen ist. Der hat doch vielleicht ein paar. Der hier. Pfeiler. Ist hier hinten noch einer, der runtergefallen ist irgendwo? Der hier. Der hat vielleicht auch noch ein paar Pfeile. Ja, sehr schön. Kann ich zumindest mit den Pfeilen drauf, die machen immer 35 Schaden. Hat Schaden gemacht? Ja, 35, okay. Keine Pfeile mehr, aber der hat noch welche. Was soll ich denn mit dem Knüppel? Das Knüppel, Knüppel. Hier, der hat noch Pfeile. Mein Kopf ist wirklich unverwundbar. Selbst von hinten. Ich glaube, hier irgendwo ist ja hier auch Öl. Ja, da ist Öl. Problem ist nur, ich habe kein Glas, um Molly herzustellen. Und keine Flasche. Ich kann ja mal gucken, was passiert, wenn ich von hinten piekse. Ich komme nicht nah genug ran. Ach. 55 macht das immerhin. Schlagstock, schön. Schlagstock. Wie viel macht der normale Angriff? 15, okay, dann ist ja der aufgeladene Angriff deutlich besser. Kann ich mir eine Fackel herstellen und ihn damit anzünden? Ich habe sogar eine Fackel, muss ich gar nicht herstellen. Würde er damit brennen? Nö. Wie viel Schaden macht's? 12. Heißt. Pika! Wie viel Schaden macht der Knüppel?
20. Trotzdem Pika. Ich habe noch eine Spitzhacke, oder? Boah, ist ja gerade scheiße, er hat sich bewegt. Hä? 45, okay, die macht auch nicht schlecht Schaden. Aber der macht trotzdem noch 55. Ist ein bisschen besser dabei. Wirklich, den Kampf hier im Normalbetrieb zu machen, ist ja grauenvoll. Macht die hier Ausdauerverlust. Jagt die hier mal rein. Kann ich häufiger kämpfen, pieksen, ohne dass ich warten muss. Nee, okay. Ich dachte gerade, damit kann ich ja schneller angreifen, aber ich kann, glaube ich, nicht fünfmal pieksen in der Zeit, wo ich hier einmal piekse. Oh. Komm, lade auf. Allein das normale Draufpieksen dauert gefühlt ja schon ewig. Also selbst wenn ich hier wahrscheinlich perfekt ausgerüstet bin, weil ich habe jetzt ja gerade durchs Testen raus und keine Waffe ist stärker als die Pike. Okay, der Giftpfeil ist stärker, aber der dauert ja auch seine Zeit. Um den jetzt hier im normalen Kampf zu besiegen, ohne den Bug hier auszunutzen, du wirst ja nicht mehr fertig, dann hätten wir hier die letzte Folge würde so lange gehen wie das ganze Let's Play. Wahrscheinlich gibt es überhaupt. Ne, ich glaube, es gibt keine Waffe mehr, die ich irgendwo vielleicht verpasst hätte. Aber im Händler war, glaube ich, auch nichts mehr Besonderes, Starkes, so. Oder Nummer 3, Escape the Island. Hey, warum liege ich denn auf dem Boden? Mit dem scheiß Funkgerät. Yay, prima. Yay, hallo. Der hängt einer von meinen Freunden, der hat zwar meinen Kumpel abgemurkst, aber der hängt da unten noch an der Feuerschale. Lass ihn einfach zurück. Yay. Ganz hätte Mauszeiger im Bild, sorry. Nehmen wir einen Rundflug übers Island. Ja, die Grundansichten vom Bruder Nummer 1, die jetzt gar nicht mal so verkehrt gewesen hat mit dieser
gegen die Konsumgesellschaft und so, aber seine Mittel sind ja ein bisschen arg drastisch gewesen. Entweder du bist für die Community oder Kopf ab, ne? Nun, welcher von euch hier hat jetzt... Bei wem muss ich mich jetzt beschweren für den letzten Endkampf? Nee, der Lichtdesigner glaube ich nicht. Wer ist denn für sowas zuständig? Leveldesigner? Kann sein. Na gut, aber das müssen wir uns ja nicht antun. So, sie made it? Yes, she managed to escape. And? She's already on the news all over the world. Ha! I told you! There's nothing better than a pretty white American girl to attract the cameras. What about the government? They're denying any allegations. They say it's fake news. Social media has been shut down, but they can't do much about the rest of the world. And the US? The ambassador has already left the country. That's good. It's only a matter of time before the riots begin. My men are already at work. Our time is coming. What? Having second thoughts. I didn't want it to come to this. I served him all these years. We built this community together. But as long as we're under the yoke of the government, people here will never achieve complete freedom. He never understood that. Will you honor your promise? A new island? Full independence? Yes. You better mean it. No need to worry about that, my friend. Or should I call you brother number one? Ui. Das klang jetzt so, als der eine Typ da, mit dem starken Akzent, das war der Ismail. Oder wie der heißt, der im Gefängnis da war. Und der hat anscheinend mit, ich glaube, das war nämlich nicht Bruder Nummer 1, sondern das war Bruder Nummer 2, mit dem er geredet hat. Ich bin mir jetzt aber nicht sicher, ob er, mit dem er geredet hat, der gleiche war, der mit uns über das Funkgerät geredet hat. Weil, so wie es vom Gespräch herausklang, mach doch mal hier die Musik aus, meine Güte. Okay. Okay, es ist... Ah ne, ich muss noch anwenden drücken. Haha. So, Musik aus. Gut. Also wie er jetzt geredet hat, so ja, ich wollte... Er hat so viel mit mir zusammengearbeitet und bla 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 bla. Und auch aus den Logs, die man so zwischendrin gefunden hat, ist ja eher so, dass Bruder Nummer 2 hier mehr so die Fäden in der Hand hatte. Und es klang eher so, als hätte Bruder Nummer 2 mit dem im Knast zusammengearbeitet. Und die wollen Bruder Nummer 1 stürzen. Und er hat jetzt gesagt, soll ich dich lieber Bruder Nummer 1 nennen, in der Hinsicht, dass du bald der neue Bruder Nummer 1 sein wirst. Und nicht mehr Nummer 2. So würde ich das jetzt deuten. Ihr könnt ja gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr eine andere Meinung habt. Ob ihr wirklich denkt, dass es wirklich Bruder Nummer 1 war und die haben über irgendjemand anderes geredet. Vielleicht über Bruder Nummer 2 oder irgendjemand von der Regierung, keine Ahnung. Aber das war jetzt so wäre meine Interpretation, was jetzt irgendwie ziemlich wahrscheinlich in meinen Ohren klingt. Ja, also wie gesagt, schreibt es gerne in die Kommentare, was ihr denkt zu dem Ende. Allgemein, was ihr zum Endkampf denkt. Ich fand ihn ziemlich scheiße und bin eigentlich ziemlich froh, dass es diesen KI-Bug gab, dass ich den machen konnte und das Let's Play ohne größere Zeitverzögerung. Es hat, glaube ich, trotzdem ziemlich lange gedauert, die letzte Folge abschließen konnte. Dann danke ich wie immer fürs Zuschauen, dass ihr dran geblieben seid bei Dai Young. Und wir sehen uns dann nicht in der nächsten Folge, sondern höchstwahrscheinlich in einem anderen Spiel. Also entweder Dead by Daylight oder was ganz anderes. Mal schauen. Und bis dahin, ciao, ciao.
Was? Ihr seid ja immer noch da. Das Let's Play ist schon zu Ende, also ihr könnt jetzt abschalten. Was wollt ihr denn jetzt noch hier? Ah, ich verstehe. Ihr wollt wissen, was passiert, wenn ich Andrew anzünde. Na gut, wir wissen ja eigentlich, offiziell sind wir jetzt ja schon entkommen, also... Ich wüsste ja jetzt nicht, was dagegen spricht, das mal auszuprobieren, ne? Also... Können wir einfach mal hier sagen... So... Wo ist unsere Fackel? Da... So... Und... Brenn! Endlich frei. Trete der Gemeinschaft bei. Na gut. So, wo müssen wir jetzt hin? Nee, das ist der falsche Aufgabe. Die Aufgabe. Zum Dorf. Also hier hoch. Zu welchem Dorf müssen wir denn jetzt? Wahrscheinlich zum Olivenhain, ne? Kann das sein? Ich hab mal schnell den Steam-Erfolg abgegriffen. Bin ich jetzt hier richtig? Ne, ich laufe gerade irgendwie ein bisschen falsch. Hier komme ich nicht dahin, wo ich hin will. Ich muss unten lang und vorne. Vorne ist die Schlucht durch. Das ist der richtige Weg. So, und hier müsste jetzt ja irgendwo Weg nach rechts gehen. Wo bin ich denn eigentlich? Hä? Ich bin gleich, ach, da bin ich. Genau, dass ich den Weg hier lang gehe. Blöden Wilden hier. Noch einer von der Sorte. Oh, ist noch einer, meine Güte. Ganz schöner Betrieb hier. Bin ich? Da bin ich, okay. Bin auf dem richtigen Weg. Sind die eigentlich immer noch feindselig zu mir? Ja. Die wissen noch nichts von der frohen Botschaft. Da lang? Huch, Köter. Ach nee, ich muss durch das Tor, hä? Das haben wir doch auch schon mal in irgendeiner früheren Folge. Sind wir doch da mal an diesem Tor gewesen, was zu war. Da müssen wir jetzt hin. Der Vitrier gerade. Ja, im Sprint einen Schluck genommen. Ist der Eingang? Ja, das ist der Eingang. Gut. Gut, dann gehen wir mal zum Tor und klopfen mal an, ne?
Wildschwein, hallo Wildschwein. Ja, ich lasse sie ja in Ruhe. Ich lasse sie nur, wenn du mich in Ruhe lässt. Tag, Herr Hase. Tag, Herr Fuchs. Au. So, wir sind am Tor. Und auf geht's in die Community. Wasser drin? Hm. Naja, zum Wohl. Boah, mit Animation jetzt sogar, aber da ist nichts drin. Da war auch kein Wasser drin. Join the community. What the? Ach, das ist Licht, das ist so hell. Oh, guck mal, das sind wir. Tja, wir sind anscheinend auch Plantagenarbeiter. Die laufen irgendwie ziemlich schnell. Okay, das ist wahrscheinlich das Dorf hinterm Zaun. Da sind wir nie gewesen, weil die Gegend kommt mir gar nicht bekannt vor. Okay, das passiert halt, wenn man seinen Freund abbrennt. Dings, können wir drüber springen. Ja, gut, also das war jetzt das zweite Ende und jetzt weg mit euch. Lalalala. Hä? Wie jetzt? Seid ihr immer noch hier? Ah, verstehe. Ihr wollt wissen, was passiert, wenn man zum Tempel kommt nach 9 Uhr, weil Ibrahim hat uns ja gesagt, wir sollen bis 9 Uhr beim Tempel sein. Was passiert, wenn wir danach da sind? Hm. Na gut, das kann ich euch zeigen. Bitteschön. Oh.
no, 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 no. Hey, let me out. Let me out. Let me out. Jetzt wisst ihr's. Und mehr Enden gibt's nicht. Also, raus mit euch jetzt. Jetzt ist aber wirklich Schluss hier.